Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Slime Rangers. Okay, wir haben ja letztens ein paar neue Sachen gefunden. Da sehen wir jetzt mal unsere Jägerschleime. Und ja, wir werden mal schauen, was wir noch alles so finden können. Ich weiß jetzt noch nicht so recht, ob ich schon das Gebiet freigeschaltet habe. Nein, hatte ich nicht. Ja, wenn wir diesen Betrag zusammenbekommen, können wir ja auch ganz gut uns dann ein paar neue Schleime holen. Quasi auf Vorrat. Die sind süß. Okay, versuchen wir das mal. So. Ach, was soll's. Bringt alles Geld. Kommt her, ihr kleinen Süßen. Ja, okay, das sind mit rosa am Platz schon wieder voll. Euch brauche ich jetzt nicht. Da geht's lang. Ja, muss mich gerade ein bisschen an eine neue Steuerung gewöhnen. Mein Controller hat sich nämlich leider verabschiedet, daher switche ich gerade immer auf Tastatur und Maus. Ist im Prinzip eigentlich auch nicht schlecht zu spielen. Man müsste nur wissen, wo welche Tasten sind. Zum Beispiel versuche ich gerade, ohne in das Menü zu gehen, rauszufinden, wie ich eigentlich sprinten kann. Klar, Leertaste springen. Steuerung Alt ist es auch nicht. So, ja, hätten noch ein paar Kätzchen, könnte man die füttern. Ja, wie sprinten wir? Ach, können wir auch mitnehmen. Mit Shift sprinten wir, okay. Geht es auch mit dem Shift? Nein, natürlich nicht. Deswegen, wenn ich jetzt hier drauf umswitche. Ja, das fühlt sich doch schon besser an. Okay, doch nicht. Kann noch nie rausfinden, was passiert ist, wenn man ins Wasser fällt. Aber wir haben ja ein Jetpack. Vielleicht kommen wir ja bis hoch. Okay. Okay. Muss man auch mal erleben. Gut, dass ich nicht die Zeit-Challenge spiele, das wäre jetzt fatal gewesen. So, schauen wir uns mal wieder die Post an. Alles klar. Ein kleiner Verrückter wieder. Oh, okay, aber man hat auch mein Inventar geleert. Naja, Vorteil ist, man hat mir eine Früchte. Die sind dadurch fertig geworden. Also eigentlich gar keine schlechte Variante, wenn ich mal so drüber nachdenke, ich mal einfach nur schnell Zeit überbrücken möchte. Allerdings könnte ich mich auch manuell hinlegen dazu. So, da gehen wir auch sicher, dass nicht schon was nachkommt. So, futtert schön. Ihr seid auch dabei. Ist noch die Frage. Doch, da wachsen noch ein paar, oder? Ja, scheint so zu sein. Sicherheitshalber schon mal einen übrig. Ansonsten, wenn es schlecht läuft, haben wir nichts mehr. So, komm, aktivieren. Das gibt massig Kohle. Ein Kätzchen.
Drinnen. Wir können uns ja noch kleine schönere Sachen noch besorgen. Vielleicht noch solche Gärten aufwerten etc. So. Ja, ich möchte das gerne haben. Und bei euch gucken wir mal, was könnten wir da noch ausbauen? Futterautomat. Nee, das ist Luxus. Das ist auch quasi voll. Die Schleimschläuche finde ich jetzt nicht so nützlich. Ich möchte eigentlich mein Geld eher für andere Sachen ausgeben. Ihr seid auch schon voll ausgebaut. Dito. Nehmen wir uns von Schleim in der Höhle. Hier ist wahrscheinlich noch nicht alles ausgebaut. Genau, hier können wir noch ein bisschen upgraden. Kriegen wir nämlich immer mehr raus. Ah, ich merke es auch schon, ich bin voll. Hier, Futter, ihr kleinen Verrückten. Brauche ich das großzügig? Ja, da geht's ins Freie, Leute, aber wenn ihr das wirklich durchziehen wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich sterben. Es tut euch aber mehr weh als mir. Okay, ich sollte mir überlegen, einen größeren Tank zu holen. So, bauen wir das noch aus. Korrektur, wir sind arm geworden, wir bauen es nicht aus. So, oh, ich habe auch sehr mitgenommen. Na, dann zurück mit dir. Freiheit! So, zack. Kann ich jetzt nochmal zurück, um das eine Feld auszubauen? Nee, ist so aufwendig. Können wir eigentlich schon mal das haben? Ja, viel Spaß, Freunde. So, Leute, habt ihr irgendwo Hühnchen? Ein Goldkettchen ist jetzt nicht zu verachten, aber auch nicht so wichtig.
nirgendwo Hühnchen. Moiz. 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 Küken. Nehmen wir aber auch mit. Weil dann nämlich schon mal der Bunker. Bevor du gefressen bist. Der interessiert uns jetzt eher weniger. Wow. Komm mal her. Komm mal, wir sind alle hier. So, du Vielfraß, wir hatten dich letztens fast schon so weit. Sehen, ob du dich jetzt beeindrucken lässt. Ja! Gemeinerweise. Ich wollte doch eigentlich die Hühnchen laden. Hab ich alle? So, Katze sagt tschüss. Ja, den Plot heben wir mal auf, wenn wir schon mal haben. Euch braucht allerdings nicht auf Vorrat. Guck mal, was du denn hier drin hast. Ja. Okay, das ist nur ein Teleporter. Allerdings haben wir dann wenigstens eine Abkürzung. Vielleicht auch was wird. Nein. Böse Katze, weg. So, versuchen wir es mal, ob ich mit der Steuerung jetzt gut genug klarkomme. Ja, da merkt man halt, wenn man ganz mit dem Controller zockt, dass die andere Steuerung vielleicht doch nicht idealerweise trainiert ist. Da ich jetzt eigentlich ein Jetpack habe, müsste ich auch zu dem Gold mit hochkommen. Das heißt, wenn ich ein bisschen Gemüse futter, können wir den auch langsam bauen. Wahrscheinlich hat der dann noch einen Schlüssel. Yay! Ja, euch suche ich dich nicht, aber euch komm her. Genau. Willkommen, du neuer Schleim. Du kommst zu mir in Zeit. So. Früchte nehmen wir auf. Früchte, nicht Schleime. Die ist kaputt. Die sieht noch einigermaßen ganz aus. Die ist böse. Okay. Machen wir vielleicht die Platz weg. Dann habe ich mehr Platz haben. Hühner, so teuer ist die Hühner, aktuell brauchst du nicht. Da kann man doch jetzt wieder den Jetpack brauchen, oder? Komm, so schlecht wird er doch nicht sein. Ah, meine Energie ist weit runter, daher. Wow, 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 yeah. Ja, hier ging dann die Story weiter. Helfe tut's mir nicht, glaube ich. Da unten wäre eine Kiste. Aber hier käme ich doch auch so lang, oder? Genau, dadurch. Ja, erkunden wir die Welt von oben. Hoch. Soll das so sein? Ach, da ist die Energie schon wieder alle. Ah, das ist mir vom Schwunder gefallen. Ah, kann auch über diese Bäume klettern. Cool. Gehen wir mal hier runter. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass man hier direkt landen soll. Aber hier war doch irgendwo dieser Honigschleim. Wenn ich mich nicht täusche, kam man doch hier in das Tal rein. Konnte dann irgendwo rüber schauen und sah ihn. Ja. Gut, ich sehe ihn jetzt nicht.
Vielleicht ist es auch das falsche Teil. Das will ich jetzt nicht abstreiten. Sehen tue ich ihn nicht. Okay, dann muss ich mich ja zwangweise geirrt haben. Oder ich gucke gerade einfach nur schief. Ui. Komm her, brauche ich nicht. Du bist hier? Ja, oh, da hab ich dich. Und noch eine Kiste. So. Dann vielleicht da oben. Komm, der ist noch. Ah, du hast dich schon jetzt vermengt. Honig habe ich schon gezähmt. Von hier oben was sehen zumindest. Wo schauen wir die ganzen Früchte? Kann ich gebrauchen. Da drüben sieht es verdächtig aus. Ach, ich brauche ich doch jetzt nicht. Da ist er. Ich sehe so einen Arsch. Ob ich das bis darüber schaffe? Okay. Hätte ich Energie noch gehabt, hätte ich das wahrscheinlich locker geschafft. So, hallo mein Freund. Okay. So, und ihr seid kein Freund. Das sieht dann doch fürs Jetpack ein bisschen sehr zu weit aus. Wohin flote ich? Hey, ihr lacht alle so schön. Ich hoffe, dass ich ein Schlepptor habe. Vielleicht lacht ihr nicht mehr hier am Wesen. So. Nee, Kitchen brauche ich jetzt nicht. Explosiv irgendwo? Ich bin jetzt quasi im Kreis gelaufen, oder? Ja, scheint. Ah, okay, da ist die Tür. Okay. Wo kam man hier nochmal raus? Kann ja nicht so viele Wege mehr geben. Ja, das sieht doch auch schon aus wie. Jetzt wäre ich im Kreis gelaufen. Oder? Schauen wir nochmal. Ja, okay. Irgendwo muss es ja aber rausgehen. Von hier komme ich ja, glaube ich, rein. Genau. Bist du kleiner? Nee, bist du großer. Okay. So, wo kam ich hier raus? Ich dachte eigentlich, ich hätte am Anfang rechts gehen müssen, aber das hat mich jetzt ja nicht weitergebracht.
Ich will noch rauskommen. Alles klar. Okay, hier bin ich gerade hoch und dann rechts. Aber es ging ja nicht nur rechts, wenn ich recht gesehen habe. Es geht auch hier. Vielleicht ist das besser. Ja, ein Totenkopf. Das ist doch immer ein guter Hinweis, dass man richtig ist. Hier sehr aggressiv, das heißt, ich kann mich auch nicht einsaugen. Hi. Nur auf der Durchreise. Das sieht doch schon wieder besser aus, an den erinnere ich mich. So schön ich die Münzen mal gefunden, aber finde die zu selten. Das ist nicht effizient genug. So. Oh nein. Du bist klein. Das sehe ich doch. Yay, zurück zur Heimat. So. Wir haben ja das Gebiet freigekauft, das heißt, wir dürfen ja jetzt auch unsere Freilandhaltung starten. Habe es vielleicht noch nicht erwähnt, aber da die Explosiven ja, wie der Name vermuten lässt, explodieren, ist es bei denen nicht ganz so einfach mit der Käfighaltung. Oh, hier ist ein Weg offen. Das ist mir auch neu, ist auch neu. Das muss ich dann noch gleich mal ganz neugierig abgehen. Obwohl, komme ich da wieder hoch? Ja. Okay. Schauen wir uns gleich mal an. Machen wir erst unsere normale Wirtschaft. Das heißt... Ach, ist natürlich jetzt blöd. Ich hoffe, die bleiben trotzdem hier. Auch wenn da jetzt eine Öffnung ist. Ja, ich vertraue mal auf euch. Hier ist eine schöne Ecke zum Kuscheln. Seid lieb. Ja, jedenfalls, da die explodieren, können die halt natürlich aus einem normalen Gehegen locker ausbrechen. Und deswegen strebe ich hier die Freilandhaltung an. Wenn ich sagen würde, ich weiß, wo ich bin, würde ich lügen. Sieht sehr interessant aus. Hier durch, also klar, ich komme da irgendwie rein, aber und hier, ja, da wäre dann Storylock. So. Ah, okay, hier ist auch eine Tür. Ja, jetzt haben wir viele Türen, wenig Schlüssel. Ich weiß. Ich mag euch nicht. Sieht aus wie Knochen von einem größeren Tier. Aber okay. Das heißt, ohne Schlüssel kommen wir ja auch nicht weiter. Sowas Besonderes habe ich jetzt auf Anhieb auch nicht gesehen. Aber gut zu wissen. Ich habe nämlich gelesen, es soll, oder es ist schon, das bin ich jetzt nicht sicher mehr, so eine Art Wüste dazukommen. Und ich habe schon immer gefragt, wo wird die denn wohl hinkommen, wenn es denn mal so weit ist? Wäre jetzt natürlich eine Vermutung, dass es hier dann kommen könnte. Eigentlich ist natürlich, das Spiel ist eine Entwicklung, man kann das jetzt sonst wohin was tun. So. Schaffen wir erst unsere kleinen Glühlis weg. Bauen das eine Feld noch auf. Das war ja dann hier links. So, zack. Ich werde es wahrscheinlich auch jetzt so machen, dass ich einige von den Bären einfach behalten werde, um dann den Honigstein damit abzufüllen.
Hab ja noch ein paar Beete. Hier. Rest, gedeiht. Werdet groß und stark. Sehe ich schon, wie fütter euch. So. Zack. 500, naja gut. Wir werden ja wohl öfters mal hierher kommen. Mitgenommen. Zack. So, ein bisschen Platz. Ich glaube, die werden schließlich behalten. Die mögen die Windschleime, die Honigschleime ja. So Leute, heute nichts zu essen. Okay, ich korrigiere mich, ihr kriegt das nicht. Irgendeiner noch stinkig? Ja, du. Jemand sauer? Lächelt, lächelt. Okay. Oh. Ganz schön. So. Einzige, was aktuell mehr bringt, okay, die Kurse haben schon wieder geändert, aber ja, wenn wir einen Kristallschleim haben oder die radioaktiven, werden wir auch weit, weit vorankommen. So. Ist noch angepflanzt? Ja. Ich weiß, ja, Atome. Seid auch nicht böse, daher tauschen wir mal. So. Machen wir das noch zu Geld? Schauen wir mal, was wir uns Schönes kaufen können dafür. Wassertank. Ja, nehmen wir jetzt mal. Sprinterstiefel, naja. Was kennt es das? Okay, auch neu. Das brauchen wir. Mehr Platz. Komm, wir haben es doch. Ja, dann wird das Backpack erstmal so weit wir können aufgebaut. So, und ich denke, das war für heute genug. Wir haben den Honigschleim jetzt dazu bekommen. Nächstes Mal füttern wir den großen Honigschleim, hoffen, dass er dann auch kaputt geht und uns einen Schlüssel gibt. Ja, ich hoffe, es war interessant und nächstes Mal geht es so weiter.